Aufgabe 6. Das Todesjahr von Brandan. In welchem Lebensjahr ist er gestorben? Sollte hier berechnet werden. Und das Einzige, was wir dazu gegeben hatten, war ein kryptischer Text der Zwerge. Die Zahl soll einmal aus 5 Teilen und einmal aus 3 Teilen bestehen können, soll am Ende aber, wenn man diese Teile über Kreuz zusammenrechnet, jeweils 4 ergeben. Das heißt, wir haben eine vierstellige Zahl, die aus 3 bzw. aus 5 Zahlen sich als Produkt ergibt. Die 5 Teile sollen als einzigen Teil die Einheit haben und keiner soll wie ein anderer sein. Als einziger Teil die Einheit, ja, da kommt man irgendwann darauf, dass das wahrscheinlich was wie Primzahlen sein könnten, also die durch nichts anderes teilbar sind als die 1. Und keine dieser Primzahlen soll einer anderen gleichen. Also wir haben 5 ungleiche Primzahlen, die miteinander multipliziert eine vierstellige Zahl ergeben sollen. Und dann haben wir noch 3 Zahlen, die alle größer sein sollen als die Zahl der Stammväter, also 8. Und nochmal halb so viel, Hälfte von 8 ist 4, also größer als 12 sollen diese 3 Teile sein. 3 Zahlen, die alle größer als 12 sind und die Zahlen sollen den gleichen Abstand voneinander haben. Einer ist ebenso weit von dem zweiten entfernt wie der dritte. Also 15, 17, 19 wären zum Beispiel 3 Zahlen, die alle größer 12 sind und jeweils gleichen Abstand haben. Also 15 zu 17 ist 2 und 17 zu 19 ist auch 2. Das wäre die Aufgabe. Und jetzt bin ich natürlich ein fauler Mensch. Bevor ich jetzt anfange, das irgendwie auf dem Papier zu machen, fange ich natürlich erstmal an, ein Computerprogramm zu schreiben. Und das zeige ich euch hier mal. Als erstes habe ich mal angefangen, alle Primzahlen mir zusammenzusuchen, die ja alle potenziell als Kandidaten in Frage kommen könnten. Primzahlen, ja, ist jetzt kein großes Geheimnis. Durchlaufe alle Zahlen von 2, 2 ist die kleinste Primzahl, bis n. Ich habe hier mal 64 genommen, das hatte computertechnische Gründe. 64 mehr macht, glaube ich, auch nicht viel Sinn. Und ich denke, mehr sollte man auch nicht auf dem Papier durchrechnen sollen. Und wenn es irgendwo eine Zahl gibt, die ein Teiler davon ist, also wo bei einer Division der Rest 0 übrig bleibt, dann ist es keine Primzahl mehr, dann wollen wir sie nicht. Wenn es am Ende keinen Teiler gegeben hat, dann ist es eine Primzahl und die sammle ich erstmal alle. So, diese gesammelten Primzahlen sehen dann so aus. 18 Primzahlen zwischen 2 und 61 gibt es dann. Jetzt gilt es, aus diesen 18 Primzahlen jeweils 5 rauszupicken und miteinander so zu multiplizieren, dass eine Zahl zwischen 1000 und 9999 dabei rauskommt. Das heißt, ich habe jetzt hier, ja, ich habe das jetzt mit Bit-Operationen gemacht, das ist vielleicht nicht so ganz eingängig, aber ja, deshalb habe ich es mit 64 gemacht, weil eine Long-Zahl ist eine 64-Bit-Zahl, deshalb war das jetzt hier die höchste, die ich genommen habe. Ich habe einfach nur durchgezählt und wenn das Bit gesetzt ist, dann habe ich die Primzahl in die Liste aufgenommen. Wie auch immer, in jedem Fall habe ich hiermit alle möglichen Permutationen von Primzahlen durchgerechnet und wenn es genau 5 Primzahlen sind, die ich mir dann da rausgepickt habe, dann bilde ich das Produkt aus diesen Zahlen und wenn dieses Produkt größer als 999 und kleiner als 10.000 ist, dann ist es ein möglicher Kandidat und dann hätte ich es mal ausgeben lassen. Wenn man sich jetzt nur diesen Teil ausgeben lässt, dann kommt man auf diese Ergebnisse. 24 Stück an der Zahl, das sind alles Primzahlen, die miteinander multipliziert eine Zahl vierstellig ergeben. Hier geht es sogar bis 47 rauf, also da hätte es sich schon gelohnt, dass man auch hohe Zahlen sich mal anguckt. Ja, okay, damit haben wir jetzt mögliche Kandidaten und die müssen wir jetzt noch vergleichen mit Zahlen größer als 12, die jeweils den gleichen Abstand voneinander haben, 3 Stück. Und da habe ich ebenfalls hier im Programm das hier gemacht. Ich habe einfach eine Schleife gemacht für alle Zahlen von 13 bis auch 64 habe ich mal genommen. Die erste Zahl kann am kleinsten 13 haben, die nächste Zahl soll größer sein. Ich gehe ja nicht davon aus, dass es dreimal die gleiche Zahl sein darf. 13, 13, 13 macht irgendwie nicht viel Sinn. Also habe ich gesagt, okay, die nächste Zahl ist dann mindestens 14 und dann ist die dritte Zahl mindestens 15. Und diese 3 Zahlen x, y und z, wenn die jeweils den gleichen Abstand haben, also wenn y genauso weit von x entfernt ist wie z von y und wenn diese 3 Zahlen dann auch noch
entweder direkt das Produkt ergeben oder wenn Sie diese Bedingung hier erfüllen, wenn Sie zwischen 999 und 10.000 ausschließlich liegen, dann kommt dabei nämlich dieses Ergebnis hier raus. 13 mal 14 mal 15 ist 2730, bla bla bla. All diese Zahlen hier würden jetzt in Frage kommen. Also wir haben 41 Möglichkeiten zwischen 13 und 63 Zahlen, also zwischen den, aus dem Zahlenraum von 13 bis 63, die miteinander multipliziert eine vierstellige Zahl ergeben. Und jetzt ist die einzige Aufgabe, die noch verbleibt, sich aus dieser Liste und aus dieser Liste, die wir vorher hatten mit den fünf Primzahlen, diese beiden abzugleichen und zu gucken, was es da so an Ergebnissen gibt. Und tatsächlich gibt es nur zwei Kandidaten, die dann übrig bleiben. 2 mal 3 mal 5 mal 7 mal 13 ist 2730. Das ist dasselbe wie 13 mal 14 mal 15. Oder man nimmt 2 mal 3 mal 5 mal 11 mal 29, kriegt 9570 raus. Das ist dasselbe wie 15 mal 22 mal 29. Der Johannes hat mir noch geschrieben, dass er einfach eine zusätzliche Angabe, die noch fehlte, vergessen hat. Er hat nämlich vergessen zu erwähnen, dass entweder keine Zahl über 20 sein darf oder nur eine Zahl. Ich glaube, die richtige Angabe war die hier, glaube ich. Das heißt, nur eine Zahl durfte unter 20 sein oder irgendwie sowas. Egal, in jedem Fall, beide Lösungen wären richtig gewesen. Ich glaube, das hier war die, die er eigentlich gesucht hatte, aber dafür hat er eine Angabe zu wenig gegeben. Beides war möglich und ja, das möchte ich nicht auf dem Papier gelöst haben, aber am Computer hat das gerade ganz schön Spaß gemacht.